Achtung, noch mehr Eier. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Okay. Was ist das? Ui, das ist eine Rache. Grant, wir haben die Zentralkammer gefunden. Gut, wir halten Ihnen den Rücken frei, Shepard. Ui. Bewegung! Verdammt! Wo ist der Schalter? Frage. Das ist jetzt euer Ernst? Da war was? Da war was? Da oben. Schwerer Widerstand! Das ist es, Leute! Das ist schwerer Widerstand? Hier drüben. Los, wir müssen an diesen Barrieren vorbei. Die Wände da hinten stürzen ein. Weitermachen, Leute! Thank you.
Was immer sie verschreckt hat, wird nicht lange anhalten. Bringen Sie es zu Ende. Verstanden. Wir leiden. Oh. Schreie. Was zum Teufel? Still. Was sind sie? Eine Perversion. Ein Monster. Wie ist das möglich? Ich habe die letzte Rachni-Königin vernichtet. Ich bin keine Königin. Kein Stolz Rachni. Bin allein. Ein Monster, geformt, um hohle Kinder zu gebären. Leere Kinder, die gehorchen. Die Reaper haben eine falsche Königin erschaffen. Kinder wissen, dass ich frei bin, können mich nicht hören. Wie haben die Reaper eine Königin gemacht? Schnitten Stücke aus wunderschönen Kindern. In diese Form gepresst und gebogen. Ich mache diese hohlen Sklaven. Sie sind leer. Die Maschinen kommen. Bringen Sie die Sklaven fort, damit sie im Krieg kämpfen. Die Reaper haben sie erschaffen, um uns zu vernichten. Nein, ich bin keine Waffe für die Maschinen. Ich würde sie zerstören, sie bekämpfen. Sie haben meine Kinder zu Sklaven gemacht. Die Kinder werden uns vernichten. Uns alle. Shepard, hier draußen bewegt sich eine ganze Menge. Verstanden, Grant. Können Sie Ihre Kinder kontrollieren? Nein, nein. Sie schreien. Wir alle leiden. Wenn ich neue Kinder hervorbringe, vielleicht könnten Sie zuhören. Wir sollten sie einfach alle erledigen und von ihrem Leid erlösen. Schon wieder die Wacht nicht töten? Ist die zweite Möglichkeit. Meine Kinder kommen. Befreien Sie mich! Ich werde die Maschinen vernichten! Befreien Sie mich! Shepard, die Zeit ist um! Wenn wir bleiben, stirbt die Kompanie Aralak! Also eins werde ich auf jeden Fall sagen. Wenn Grunt stirbt, muss ich das nochmal neu machen. Planänderung. Kompanie Aralak verschafft ihr Zeit zur Flucht. Grunt, kommt sie zurück und bringt sie uns raus. Ich verlasse mein Team und komme zurück. Das ist alles Ihre Schuld, Shepard. Commander? Das ist ein Befehl. Sie ist zu wertvoll, um sie zu verlieren. Der Shuttle ist am Ende dieses Weges. Ich halte sie auf.
Nein. Weg hier, Shepard! Ich werde niemanden verlieren aus meiner Crew. Jetzt bin ich dran. Scheißegal, ich lade den Scheiß neu. Mach die ganze Mission neu, wenn der jetzt hier abkratzt. Gottes, wir sind die Letzten. Holen Sie uns ab. Verstanden, Commander. Shuttle ist bereit. Grunt! Hat jemand was zu essen dabei? 400 Kilo Koloss. El Shepard mal beim Umfallen. Ich studiere gerade Ihren Bericht über die Rachni, Commander. Das hätte ganz schnell kompliziert werden können. Diese Ersatzrachni zur Verbündeten zu machen, war riskant. Wir brauchen so viel Hilfe wie möglich, aber hierbei habe ich ernste Zweifel. In Ordnung, Sir. Aber wir haben den Nachschub der Reaper mit Rachni unterbunden und zusätzliche kroganische Unterstützung erhalten. Das ist ein Sieg. Ich muss weitermachen, Commander. Seien Sie vorsichtig da draußen. Hackett Ende. Okay, die Rachni... Also, Shepard, Sie haben es geschafft. Die Ironie. Klingt, als hätte ich einen Wahnsinnskampf verpasst. Ja. Gut, dass Sie es nicht riskiert haben. Ein Glück, dass wir lebend daraus sind. Ich habe gehört, Sie hätten eine Abmachung mit diesem Ding. Wenn die wieder durchdrehen, mache ich Sie verantwortlich. Verstanden. Ich habe gehört, Grunt ist mit ein paar Kratzern davongekommen. Könnte man sagen. Zusammenflicken und weiterkämpfen lassen. Hört sich gut an. Ich muss dann wieder. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Die Ironie... Oh. Er hier? Shepard, Tests verifiziert. Synthetisierung für allgemeine Immunität der Kroganer möglich. Gut, dann nehmen Sie Ihr Messer weg. Ist es fertig? Nein, Übertragungsvektor fehlt. Heilmittel nur sinnvoll, wenn gesamter Spezies verabreicht. Sie haben sie ja auch mit der Krankheit infiziert. Ist das Heilmittel denn was anderes? Nein, Methode möglichst ähnlich halten. Einfachster Weg, Heilmittel rasch zu entwickeln. Grundwasser, zu langsam. Freiwillige Impfung, riskant. Population zu verstreut für Luftübertragung. Außer, Moment, natürlich. Der Mantel, konstante Verteilung von Luftpartikeln. Von Salarianern zur Reparatur der Atmosphäre von T'Chaka gebaut. Auch von Turianern benutzt. Wir haben damit insgeheim das Genophage-Virus verbreitet. Und so die kroganischen Rebellionen beendet. Ich wäre vorsichtig damit, wem Sie das erzählen. Eine gesamte Population infizieren? Genau so macht man das. Außer Sie sind Teil dieser Population. Ja, ja. Aber jetzt nützlich. Original-Genophage-Stamm noch in Mantelanlage gelagert. Als Übertragungsvektor benutzen und dann über Mantel ganz T'Chanka mit Heilmittel bedecken. Sie kluger kleiner Pijack. Das ist unsere Chance. Los, machen Sie jetzt alles bereit, Morden. Ja, bereit, wenn Sie mich brauchen. Bin bis dahin mit Eva in Krankenstation. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Plus 11, natürlich cool. Die Ironie dabei ist halt tatsächlich, dass die Reaper erschaffen wurden von organischen Wesen und die Reaper erschaffen organische Wesen. Die Rachni. Auch wenn sie die halt irgendwie nur geklont haben oder so, aber... Ja. Shepard, Sie haben doch bestimmt schon die Galaxie von den Reapern gesäubert und wir können alle wieder auftauchen. Nicht ganz. Es gab kleinere Komplikationen. Die gibt's immer. Hackett hat mich über den Tegel informiert. Klingt, als müssten sie noch ein paar Knoten entwirren.
Zum Glück konnte ich einen davon bereits lösen. Sie und Kaylee Sanders standen sich ja wohl nahe. Dafür schulde ich Ihnen etwas, Shepard. Kaylee und ich trafen uns vor fast 20 Jahren. Wir sind sogar auf Saren in seinen Anfängen gestoßen. Sie und ich standen uns mehr als nah. Sie vermisst sie. Ich sie auch. Das Ende der Welt erinnert einen daran, was man alles nicht gemacht hat. Vielleicht werden Kaylee und ich nach dem Krieg daran etwas ändern. Sie sehen sie bald wieder. Hoffentlich. Aber Sie haben jetzt ein größeres Problem. Eine Galaxie voller verschreckter Bürokraten. Ich weiß nicht, wie Sie die Politik ertragen. Mir geht sie auf den Nerven. Haben Sie mir den Job nicht gegeben? Stimmt, es tut mir leid. Denken Sie daran. Je mehr die sich beschweren, desto mehr haben Sie schon erreicht. Was ist mit Ihnen? Wie läuft's auf der Erde? Ich erspare Ihnen die Details. Sagen wir einfach, viele Städte auf der ganzen Welt melden sich nicht mehr. So schlimm. Wir beide wussten, was uns erwartet, aber alle anderen haben den Schock noch nicht überwunden. Sind Sie in Sicherheit? Das ändert sich stündlich. Ich kam mit einem Shuttle aus Vancouver raus und jetzt geht's von Loch zu Loch nur, um am Leben zu bleiben. Was ist mit den Reapern? Sie ernten alles, was sich bewegt. Aber hauptsächlich in den Großstädten, was uns etwas Bewegungsfreiheit gibt. Glauben Sie, sie halten durch? Momentan sind wir froh über jeden Funkkontakt und organisieren den Widerstand auf regionaler Ebene. Aber es gibt genug Freiwillige. Alle wissen, was auf dem Spiel steht. Nichts motiviert Soldaten so wie der Verlust ihrer Heimat. Umso mehr, wenn Sie sie zurückerobern können. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Sie auch, Sir. Wir reden bald wieder. Anderson, Ende. Gut, die Kompanie Aralak hat aber auch überlebt. Vielleicht wäre sie ein bisschen stärker gewesen oder so, aber das ist ja das A und O, dass sie halt überleben. Also war das doch nicht so schlimm, wie ich es angenommen hatte. Ja? Oh, ja. Stimmt was nicht? Morden. Er hat mir die Gewebeprobe entnommen. Wo er geschnitten hat, haben Skalpelle gar nichts verloren. Torianer werden das schon. Wie geht's Grunt? Unser kleines Tankbaby ist jetzt erwachsen, was? Er steht bald wieder auf und kann dann weiter töten. Und das hat er von dem Besten gelernt, Commander. Immer wenn er jemanden mit einer Schrotflinte einen lachend auf den Pelz brennt, wird er an sie denken. Edie sagt, dass da unten waren Rachni. Ja. Haben Sie sich darum nicht schon auf Noveria gekümmert? Die Reaper haben eine Brutmaschine hergestellt. Sie ist jetzt auf unserer Seite. Echt? Die normale Königin auf Noveria töten sie, aber mit der irren Reaper-Version gehen sie volles Risiko? Es erschien mir richtig so. Okay. Oh Mann. Commander? Er hat absolut recht. Shepard, ich habe eine Frage zum menschlichen Verhalten. Warum haben Sie niemals Fragen über das Verhalten der Asari oder der Torianer? Ich habe schon versucht, Liara zum Beziehungsverhalten der Asari zu befragen. Sie sagte, ich würde die Geheimnisse der Crew der Normandy nicht sorgfältig genug bewahren, um ihr derart private Informationen mitzuteilen. Das Asari-Wort, das sie benutzt hat, bedeutet übersetzt so etwas wie Plappermaul. Ich finde, sie ist viel schweigsamer geworden, seit sie der Shadow Broker ist. Was sie nicht sagen. Hallo, Shepard. Hallo, Shepard. So, ich dachte, wir wollten quatschen. Commander, Cerberus greift Zivilisten auf Benning an. Wir wurden gebeten, bei der Evakuierung des Planeten zu helfen. Sie müssen wissen, in meinem Labor wurden die Rachni studiert. Kommunikation über große Entfernungen ohne Zeitverzögerung, die Kontrolle von Arbeitern,
Und auf kurze Distanz kann die Königin sogar durch tote oder sterbende Mitglieder anderer Spezies sprechen. Zum Glück sind sie auf unserer Seite. Wenn wir eine Langstreckenkommunikation ohne Quantenverknüpfung entwickeln könnten. Naja, vielleicht nach dem Krieg. Commander? Liara will mich sehen, fange aber ganz unten an, in der Shuttlebucht.